Die Musik ist wieder sehr dezent, aber gefällt mir. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ausgeboostet. Eigentlich könnten wir da schon ran, oder? Okay, ja. Oh. Stachelklumpen will uns aufpieksen beim Rübergehen. So, warten, bis der weg ist. Na, wobei, komm. Der Wind pustet uns ja nicht rüber. Okay. Das Ding schon, aber Lara bekommt überhaupt nichts ab. Das ist interessant. Wo müssen wir denn da lang? Da können wir nicht an der Seite entlang. Am Klumpen entlang können wir auch vergessen. Nein, nein, nein. Lara geht ja automatisch. Ich wollte jetzt bloß mal draufstehen und noch nicht gehen. Weil ich wollte das Ding noch abwarten. Nein. Also bei allem Schmerz, ich verstehe nicht, warum Lara nicht eine Waffe rausholt und die Tiere niederballert. Es wirkt etwas aufgesetzt. Gut, dann machen wir hier wieder zu. Feuer ist ja aus, wird er wohl hoffentlich gleich wieder angehen. Hoffentlich nicht gleich wieder angehen. Ob das zeitlich gesteuert ist? Ich glaube nicht. Also, dass das Feuer wieder angeht. Was? Wen haben wir hier noch? Okay, es geht gerade darüber. Es wirkte so, als wäre es noch nicht ganz bei uns. Boah, das sah wieder komisch aus. Puh. Achso, da oben ist ein Seil. Jetzt sehe ich das nochmal. Kann man das dagegen schwingen? Moment. Wir gehen nochmal rüber und von da versuchen wir das dann schwingen zu lassen. So, bitte links rüber. Dankeschön. Nee, es muss zu sein. Oder? Wir machen es zu und schwingen das dann dagegen, würde ich meinen. Ja, würde eher was sein. Der Wind ist einfach zu stark. Mhm. Gerade eben habe ich die D-Taste gedrückt zum Zumachen. Das will jetzt nicht gehen. Irgendwie hängt das. Ich kann gerade alle vier Tasten drücken und es passiert rein gar nichts. Nochmal an. Was ist denn jetzt kaputt? Bei S kommt so ein Geräusch. Bei W passiert gar nichts. Bei A auch nicht. Bei A auch nicht und bei D auch nicht. Wenn ich hier die Maus bewegen will, dann zittert so. Oh, Spiel. Die Füchse machen sich wieder bemerkbar. Ja, hier tut sich gar nichts mehr. Ach nein. Kann doch nicht wahr sein. Ich gehe nochmal rüber. Ich glaube nicht, dass das da irgendwas ändert, aber... Na, oh, jetzt wollte ich gerade ran. Geht das denn jetzt nicht zu? Sonst sterben wir halt nochmal, auch wenn das nicht schön ist. Gefällt mir gar nicht, wenn Lara irgendwie umkommt. Aber wenn der Schalter jetzt nicht mehr will, dann ist das schon blöd.
Nee, passiert nichts. Vorhin war es mit D, das zu machen, jetzt geht das nicht mehr. Komischerweise kommt bei S so ein Geräusch. Gut, dann tschüss. Hier schon alles gewendet ist. So, jetzt drücke ich wieder D. Hä? Hä, jetzt geht es mit A auf einmal. Vorhin habe ich das mit der D-Taste zugemacht. Aber A ging ja gerade vom Ableben auch nicht. Komisch, komisch. Zeigt sich gänzlich unbeeindruckt. Okay. Das ist nicht gut. Wir haben doch so eine Seilwinde. Warum können wir die nicht nutzen? Das bekomme ich niemals dagegen. Aber wozu ist das Seil dann? Irgendwas miteinander verbinden. Da muss ich ja erstmal da hochkommen. Und es wirkt nicht so, als käme man da irgendwie dran. Kann man hier einfach rüber, ja. Ups. Ding bewegt sich etwas, aber es reicht niemals aus, um das hier wegzuballern. Eigentlich müsste man hier noch irgendwie Luft schaffen. Ich mach mal das eben kurz aus. Zu, besser gesagt. Jetzt geht es auch nicht zu. Wenn ich S drücke, kommt wieder das Geräusch. Was passiert null? Die Statue muss ich ja bewegen. Bei W passiert gar nichts, bei A auch nicht. Und bei D ebenso nicht. Ach, Mann, ey. Komisch, dass es Lara auch nicht runterhaut. Klar, der Weg ist breit, aber... Gut, sie kann sich etwas breiter hinstellen als... Vorhin? Okay, wir gehen einfach hier um. Lass ich die Idee einfach mal mit dem da wegklöppeln. Aber wozu gibt's da ein Seil? Finden wir vielleicht noch heraus. Schaffen wir es aber nicht mehr hier hin. Toll. Der Wind gerade weht. Dann nochmal mit dem Seil das probieren, weil ansonsten verstehe ich nicht, was wir mit dem Klöppel machen sollen. Außer das da wegbewegen. Ich probiere es nochmal. Jetzt ziehe ich einfach mal von der anderen Seite. Jetzt gegen die Wand gedrückt werden? Ne, hier ist noch keine Luft. Das war schon knapp. Ich schätze mal, wenn das Ding hier ist, ziehen wir es noch rüber, damit es dann von hier aus da reinbrettert. So einen Bogen nimmt. Und es knackst das an. Gut. War der Gedanke doch richtig. Warum man das nicht von der Seite machen konnte? Na gut, hier hat es mehr Schwung, aber naja. Ist soweit noch in Ordnung. Was jetzt? Auch mit Luft, komischerweise weht es uns runter. Stimmt, aber was. Hier können wir uns nicht so breitbeinig aufstellen, deswegen haut's Lara hier eher weg als da. Durch den Quatsch. Also hier bei dem Schwingei. Schwingei ist auch gut.
Also nochmal. Achso, ist ja schon weg. Das hat sich gespeichert. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Aber schön, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Ding rüberfahren müssen, dass wir jetzt einfach hier hüpfen können. Jetzt muss ich das hier nur noch zumachen lassen. Gucken, ob es wieder mit der D-Taste geht. Nein. Jetzt geht's aber auch nicht mehr mit A. Jetzt geht das wieder nicht. Ey. A-Taste, nein. S-Taste. Hört man das? Mann. D passiert nix. W, S, nur Geräusch. A passiert nix. Klemmst du irgendwie? Blöd, Mann. Beweg dich jetzt. Das ging nur, wenn es... Nee. Eigentlich dürfte es nicht zugehen, wenn Wind weht. Oder, naja, wenn das sowieso zugehalten wird, dann ist es egal, was für ein Wind gerade weht. Oh Mann. Oder es hängt wirklich damit zusammen. Und der Wind weht, aber das habe ich ja gerade versucht auszukundschaften. Also das Grab nervt mich gerade etwas dezent. Bewegt sich's. Das Ding muss ja jetzt hoch, aber warum? Hä? So geht's noch weiter runter, da geht es noch weiter auf. Ja, aber. Das funktioniert hier gerade nicht. Ich würde so gerne mal dagegen hauen. Geht auch, aber. Das Geräusch, was dabei kommt, ist nicht befriedigend. Nur so ein ganz leises Kching. Warum geht das jetzt bloß so ganz leicht zu? Hä? Geht's mit der Maus? Nee. Wie? Hm? Warum bewegen wir... Ich habe gerade nur die W-Taste gedrückt. Warum bewegen wir uns zwischendurch mal... Hä? Ich verstehe es nicht. Ich drücke gerade bloß die W-Taste. Die ganze Zeit. Nichts anderes. Und es geht immer ein Stück weiter zu. Verstehe ich nicht. Er ist echt komisch gemacht. Hätte mir jetzt noch denken können, dass man vielleicht W und A zugleich... Entschuldigung, W und D zugleich drücken muss, aber... Nee. Ich habe jetzt bloß W gedrückt. Das ist echt komisch. So, hier könnte man wieder rüber. Hier ist nämlich noch Feuer. Ah, diese Drehdinger gefallen mir gar nicht. So geht's bestimmt ab. Ich brauche mehr Kraft. Indem wir einfach die Winde rausholen. Fast geschafft. Ja, wir brauchen noch mehr Kraft. Geht das von hier besser? Da drüben ging ja nichts weiter zu machen. Wie kann man da mehr Kraft drauf bekommen? Hat Lara hier noch irgendwas anderes gesagt? Nee, Lara sagt gar nichts mehr. Explosivfall ist ja Quatsch. Den kann man sowieso nicht einfach so einsetzen. Naja, ich würde sagen, wir verbinden die einfach mal. Aber dazu müssten wir ja darauf.
Na, Vorsicht. Ich mir jetzt denken können mit der Windkraft, aber wie kommen wir da rauf? Mein Ranspringen ist nicht, das ist viel zu stachelig. Irgendwo anders haben wir jetzt nicht noch was. Ich meine, hier wird ja auch keine Luft. Hier direkt. Der einzige Anhaltspunkt ist gerade da. Da könnte man vielleicht noch ran, aber wann sollte man darauf klettern? Wenn das Ding hier hängt, geht das. Das ist viel zu stachelig hier unten, geht das nicht. Irgendwo rüberklettern? Nein, ich wollte doch springen. Da geht's bloß runter. Man kann auch hier rauf. Das macht aber keinen Unterschied, oder? Nee. Wie würde ich die zusammenbekommen? Doppelt anvisieren vielleicht? Das vielleicht runterhauen? Na, was heißt runterhauen? Mehr Kraft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von weiter drüben aus mehr erreichen. Ich habe gerade bloß zwei Seilstücke, die ich verbinden könnte. Das, was wir wegbewegen müssen und eben das da. Von da oben da drauf fallen. Sieht auch interessant aus. Noch mehr Zug. Ändert natürlich rein gar nichts. Warum können wir jetzt nicht die Seilwinde benutzen? Das verstehe ich auch wieder nicht. So ein kleiner Logikfehler. Können wir nicht einfach durchspringen? Ich will Lara aber keinen Feuertod sterben sehen. Das wird nicht gehen. Macht auch nichts. Nein. Das dann auch noch. War eigentlich klar, dass das noch passieren muss. Irgendwas, wenn hier irgendwas anderes noch wäre, was man runterschmeißen könnte, also miteinander verbinden und dann noch was runterkegeln, dass das gezogen wird, indem hier was runterfällt, das wäre ja noch was, aber ich sehe hier nichts, was man, ich sehe halt nichts anderes, was sie hier wählen kann. Die einzige Logik, das verbinden, wenn es da ist, mit dem da. Dann geht das hinter und dann wird es rausgezogen. Aber ich komme ja hier niemals ran. Ich kann mich ja niemals da draufstellen. Zu keiner Zeit. Über oben, da oben kann ich es mir nicht vorstellen. Man ja auch nirgendwo hoch. Da muss ich unbedingt noch irgendwie etwas Schmalz, Gehirnschmalz aufbringen. Was übersehe ich noch? Das Ding kriege ich ja auch gar nicht mehr zu. Andere Perspektive von hier hinten. Ich dachte schon, hier wären Seile, aber nein. Denken soll, aber das können wir nicht verbinden. Das könnte der Ausgang sein. Ja, wir müssen aber erstmal vorankommen. Ich würde sagen,
muss mich auf die nächste Folge verlassen, dass mir da irgendwas einfällt. Solange tropft uns noch Öl auf den Kopf. Oder knapp dran vorbei. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.